Nachdem ich die Hoffnung heute schon fast aufgegeben hätte, einen vernünftigen Song an dieser Release Friday sehen zu können, hat mir dieser Mann wieder Hoffnung geschenkt und wir haben heute endlich was zu gucken. Für die Zuschauer, die schon häufiger hier sind, es tut mir mega leid, aber das, was Kontra K heute rausgeballert hat oder Samra, feiere ich 0,0. Deswegen wird es dazu auch leider kein Video geben. Das soll uns aber nicht davon abhalten, trotzdem einen richtig geilen Banger heute von Jay Jiggy hören zu können. Generell habe ich auf dem Kanal noch nicht allzu oft auf Jay Jiggy reagiert. Ich habe da auch immer so ein bisschen Angst vor. Gerade beim ersten Mal hören gehen ab und zu mal hier ein, zwei Informationen an mir vorbei. Und Jay Jiggy ist immer jemand, der penibel auf alles achtet, sofort beim ersten Mal hören, und da weiß ich nicht, ob ich dem ganz gerecht werde. Tue ich definitiv nicht. Trotzdem werde ich mein Bestes geben. Lasst gerne ein Like nach oben da und abonniert den Kanal, und ich würde sagen, ich halte meine Fresse, wir gehen jetzt rein. Let's go! Alter. Bro, hat einfach Kontra K abgelöst. Kommt mir vor, als ob es gestern war, als du gingst und uns allen hier das Herz zerbrach. Hör mir zu, wo auch immer du bist. Hey Jules, komm zurück, hier vermissen wir dich. Wie du redest, wie du warst, dein Seelsorge vor. Nein! Julian, von Julians Blog. Nein, das ist der Diss! Stimmt, das habe ich mitbekommen! Mart, du warst hart, doch im Endeffekt für jeden von uns da. Der nächste große Step, dein eigenes Turnier. Du hast so vielen geholfen, mit Rap-Scheine zu kassieren. Und oh mein Gott, ich bin gerade 1000-mal mehr gehypt worden. Oh, Digga, das wird so geil. Und hey, ich danke dir nochmal krass, dass du mich vor 10 Jahren bei diesem Turnier angenommen hast. Und auch wenn wir uns am Anfang nicht mochten, gab's paar Mal Streit. Doch letzten Endes war das Eis dann gebrochen. Ist wie ein Schlag ins Gesicht, würde dich gern fragen, wie geht's? Und ob du dich noch erinnerst an meinen Part gegen Cracks? Alter, was ist denn los? Alle sind auf einmal so geisteskrank lustig geworden. Farid Bang mit seinem letzten Track. Mit seinem letzten Track. Jetzt auch noch Jay Jiggy. Alter, wie geil ist das denn? Früher hat sich so keiner getraut, irgendwas gegen Julian zu sagen, weil er so geisteskrank mächtig war mit seinem Channel. Und jetzt, Alter, das fällt alles zusammen. 5 Minuten pures Entertainment. Ich freue mich. Du hast ihn so sehr gefeiert, und dass du ihn so feierst, hab ich so sehr gefeiert. Wir alle machen uns wirklich große Sorgen. Bist du untergetaucht oder bist du schon Ey, nein, 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 der macht doch gute Musik momentan, oder nicht, hä? Das sind doch Banger. Ich glaube, das, was gerade Jay Jiggy mit diesem Video hier mit Kontra K macht, das macht King Julian gerade mit Kollega. Oh Junge, ist das krass. Man will es gar nicht aussprechen. Man will es sich nicht ausdenken. Julian, wir wollen aufhören mit dem Tränen weinen. Gib uns ein Hey, mir geht's gut, nur ein Lebenszeichen. Will jemand in deine Fußstapfen treten? Er versucht es, doch all seine Versuche sind kläglich. Er will auf Julian machen, er nennt sich Boss. Ich schwör, du würdest den Hurensohn hassen. Seine Songs erreichen vom Niveau nicht annähernd das JBB. Jeder klingt so, als wär's eine Quali für die Hall of Shame. Ach Digga, ich habe ihn gerade King Julian genannt, aber das ist so ein Pinguin aus Madagaskar. Oder ich mein Julian Boss, oder wie der jetzt heißt. Er ist fett und hat einen miserablen Style. So lost, dass er denkt, der Band. Digga, Boss Julian ist jetzt einfach King Julian, Alter. Das Jeder klingt so, als wär's eine Quali für die Hall of Shame. Er ist fett und hat einen miserablen Style. So lost, dass er denkt, er wäre ein Lidl, let him fly. Und weil ich weiß, dass du das magst, hier noch ein witziger Vergleich. Keine Vorhautverengung, doch seine Mütze ist zu klein. Da ist nix, was ich tun könnte. Doch das sieht aber auch wirklich albern aus. Alles, was er trägt, ist ihm irgendwie zu klein. Ich mache es mir zur Aufgabe, deinen Ruf zu retten. Vielleicht ist bald der echte Julian back. Doch bis dahin diss ich diesen anderen Hurensohn weg. Ja! Ey, Realtor, ich wollte gerade sagen, ob wir jetzt wirklich ein Lebenszeichen von ihm haben wollen, nach dem Track, die er rausgeballert hat? Ich könnte drauf verzichten, ehrlich gesagt. Oh shit. Oh. Hat der erste Part deine schizophrene Persönlichkeitsstörung getriggert, hä? Huh? Okay. Weiß gar nicht mehr, wer du bist. Ich helfe dir auf die Sprünge, pass auf. Du bist ein Hurensohn. Klingelt da was? Weißt du wieder, wer du bist, Julian? Boah. Also geistesfetter Beat, also wirklich sehr, 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 oh, sehr schön. Passt auch perfekt zu Jay Jiggy wieder. Julian, mach auf! Du bist ein Hurensohn. Stinkendes Opfer. Du bist genau zu dem geworden, was du immer gemobbt hast. Ja. Hätte bringt ihn wer um. Hätte alte Julian gewusst, was aus ihm wird, wäre vor 5 Jahren von der Brücke gesprungen. Ey, Real Talk, ich glaube das wirklich, ne? Also wirklich, oh mein Gott, diese ganzen Rap-Analysen ficken ihn heute so selber. Wirklich, es ist so schade zu sehen, was aus ihm geworden ist. Er wirkt irgendwie wie so ein Obdachloser vom Hauptbahnhof irgendwie, keine Ahnung. Das ist so ein richtiger Fell, auf den er gemacht hat. Geisteskrank, wie viel der zugenommen hat, wie er mental abgenommen hat. Ich kenn keinen ekelhafteren Wichser, der fettgeratene Pisser. Wie hat er denn Boss Julian dazu überredet, hier mitzumachen in dem Musikvideo? Das ist krass. Respekt, Jay Jiggy. Alter, was war das denn, Fleck? Das ist aber bodenlos. Also Jay Jiggy hätte King Julian hier wirklich auch eine frische Unterhose wenigstens geben können, wa? Bitter, du willst fronten, doch jetzt kommt der Elefant in dein Zimmer. Nach 16 harten Bars liegt dann die Chefetage in Trümmern. Du bist ein Hurensohn. Was?
so wie Jiggy. Julian Boss ist ein Nuttensohn und ich fick ihn. Ja. Wirf einen Blick auf das Erscheinungsbild von deinem Charakter und du merkst, er hat ein Hundeprofil wie Pixie. Erzähl nicht, dass du Gangster oder Boss bist. Erzähl mal, dass dein Drecksvater ein Cop ist. Boah, diese Kameraperspektive ist auch so eklig, Alter. Boah, wie auch sein Kopf bewegt, Alter. Boah, ist das eklig. Erzähl nicht, geil, dass du Gangster oder Boss bist. Erzähl mal, dass dein Drecksvater ein Cop ist. Du Gauner, hast in deinem Flodder-Life schon so viel Zapzer abgemacht, nur weil dein Vater dich nicht sehen will, bist du Bastard nicht im Knast, du kleiner. Du hast jeden aus dem JBW beklaut. Noch heute verdienst du Geld mit unserem. Der mir das gedreht hat, Alter. Oh. Spotify-Accounts, Alter, schäm dich mal, du Bastard, sitzt doch heute noch auf Preisgeldern. Deshalb hassen dich auch 90% aller Teilnehmer. Real Talk an der Stelle. Dieser Bastard hat einfach so auf dich ausgezahlt, das ist schon richtig frech. Und der hat wirklich viel Geld gemacht, ne? Von den ganzen Spotify-Einnahmen, der hat sich ja wirklich überall und nicht wenig Prozente rausgenommen. Und dann die Prozente, die er dann noch gegeben hat, nicht auszuzahlen, ist krass, Digga. An der Stelle beschissenere Auszahlung als Twitch. Dein Hurensohn. Er will mit Mutterlein auf mich schießen, doch jetzt fliegen sie zurück, so wie Bullets aus meiner Flinte. Sich suizidale Krisen bringt Julien im Blick. Nenn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 
Alter, ist das ein fetter Song. Ich hätte fast in dieser Release Friday auf nichts reagiert, weil ich dachte, es wäre nur Shit rausgekommen. Aber Alter, hat er gecarried. Ey, jetzt mal Real Talk, was soll ich dazu großartig sagen? Ich glaube, Jay Jiggy hat alles gesagt, was man sagen kann, Alter. Ich bin geisteskrank froh, dass King Julian, ich nenne ihn jetzt extra King Julian, mir scheißegal, Jay Jiggy gedisst hat, weil dadurch kam diese Antwort und diese Antwort war großartig. Wirklich absolut großes Kino. Tatsächlich glaube ich, dass ich auch eine ganz solide Reaction abgeliefert habe. Ich glaube einfach, dass ich sehr viele verschiedene Disses verstanden habe und Anspielungen und ich hoffe, dass mir nicht so viel über den Kopf hinweggeflogen ist, sondern dass ich eine ganz gute Quote erfüllt habe. Auf Jay Jiggy Songs reagieren finde ich immer ganz, ganz schwierig. Da habe ich ein bisschen Angst immer bei. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr mich nicht zu sehr in den Kommentaren zerreißt, sondern wenn ich irgendwas verpasst habe, klärt mich gerne auf. Auch ich würde gerne mehr über diesen Song noch erfahren, als ich beim ersten Mal gehört habe. Seid nicht allzu streng mit mir. Ansonsten würde ich mich natürlich immer einen Daumen nach oben freuen. Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn du diesen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Würde mich das sehr, sehr freuen. In dem Sinne würde ich sagen, bleib gesund, pass auf dich auf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao. Mann, diese Wannabe-Fotze, kann ich aufhören, auf ein Feature von Kalle zu hoffen. Bei der Art, wie du singst und jeden Chorus verschrottest, bist du so wie ich, denn du hast den Toni getroffen. Hurensohn.